Guten Morgen oder Ni Hao, wie auch immer. Ich mache bei Impfung die zweite, also Corona-Test bei Quest 2. Ich glaube, ja gut, geht gleich mal los, meine viel später. Jo. Ich merke schon, die Hand friert schon wieder. Hoffentlich geht es nicht so kaputt wie beim ersten Mal. Naja. Ist schon alles kalt. Ja. Kein Video ohne Rübs. Mann, Mann. Okay. Ich komme beim Bus. Wir sehen uns in Rastatt. Nächster Halt, Noki. Nächster Halt, Kieler Straße.
Halt. Kapellenstraße. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie die Maskenpflicht an Haltestellen sowie in Bus und Bahn. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Raschert. Auf. Oh je. Oh yeah, sieht so viel aus. Geht eigentlich, das ist mal was besorgt drüben. Okay. Wir sehen uns, wenn es erledigt ist. Erledigt. Ging so schnell diesmal. Also bei der ersten Impfung stand ich dort. Ich muss bis hinten vorne warten. Schlange, erste Impfung. Damals hatte ich auch, wenn ich ab und mit ausgefilmt. Aber jetzt geht's. Ach. Yeah.
ist zur Apotheke. Bis dann. Also mein Impfzertifikat ist schon eingescannt. Ja. Jetzt kann ich mir Bubble Tea. Der E-Notfunk hat lauter zu. Schlossreinigung probiere ich nicht mehr. Also probiere ich mal den von Himbadhof. Komm. Ist kalt. Du beginnst jetzt mal schnell. Voll die Hände. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachten, gell? Sonst kommen sie immer zum Schluss, aber ist mal in der Mitte. Also jetzt kann mir Corona gar nichts. Vollständig geimpft. Meine Schwester ist vollständig geimpft. Nur meine Mutter ist ein Quarkkopf. Eben komisches Bild jetzt, weil ich die andere Hand verehren muss. Das ist falsch da.
Wir sind in der Bahnhofstraße. Und der Stellwerthof. Schon gleich. Ruf ich halt auf. Wir sehen uns gleich. So, jetzt habe ich meinen Ort zum Genießen gefunden. Hier am Schloss. Hier ist schon wieder bedurfte hergelaufen. Hier sieht jetzt die Bank. Ein Pappschwein. Hoffentlich lohnt sich. Gut. Darum ist hier wie beim Wartbahn. Gut. Geil. Also das ist jetzt mal durch. Warum Blatt Pappenbildschrohren? Ist ja dumm. Manchmal sind Dinge so aus Plastik. Ich gehe dann gleich hinter mir zur Schlossgalerie, hol Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsessen. Übrigens, frohe Weihnachtstage oder Hanukka, was auch immer ihr feiert. Und ich glaube auch nicht, dass ich dieses Jahr noch was hochlade. Also auch neues, gutes neues Jahr. Wünsche ich euch. Das soll dieses Jahr nicht knallen, aber denk mal an die Hausmeister, die brauchen weniger putzen. Oder wenn ihr einen Garten habt, spart ihr euch das alles. Meine Trophäe.
Ein Stück Pappe. Oh Mann. Ich meine, wenn ihr euer Müll in Müllbeutel werft und nicht wie der Typ da drüben, bräuchte man solche Gesetze nicht. Solange da auch kein Strohhalm im Ozean oder so. Ich weiß nicht, den Mann, da kann man auch richtig werfen. Das sind Tapioca-Stücke. Diesmal ohne Eis. Da sind wir drin. Sieht aber trotzdem komisch aus, wenn ich die letzten Stücke nehme. Trotz ein paar Becher ist das genauso gut wie in der Tora. Zweimal im Video. Sorry. Elberthof, gell? Schon letztes Stück. Immer noch nicht. Leute, immer ohne Eiswürfel bestellen. So habt ihr mehr Stücke drin. Jetzt machen wir mal vorbildlich. Selbst die Gabel kann nicht durch dich säufen. Hey, dann bitte nochmal. So, Kerz. Jetzt übernimmst du die Profis. Und dann wird die dann hart vor oder so. Ja, schauen wir mal den Braten ein bisschen an. Jetzt gibt es ein Rübskonzert vielleicht. Herrlich. Okay, gehen wir jetzt weg. Ich glaube, ich mache mal fertig gleich. Ich hoffe, die Fänge, ich will die nicht spoilern. Das Video kommt nämlich noch heute hoch. Und das ist der 23. Um 1 Uhr, glaube ich. Also, bis dann. Oder nächstes Jahr. Mal schauen. Vielleicht kommt noch was. Die Sehnsucht tut noch nicht mal weh. Bis jetzt. Das ist mal bei Muskelkater. Ähnlicher Schmerz. Aber nur 3 Tage. Hoffentlich kommt's noch.
Ja, ich habe die Maske noch. Egal, was ihr für Horrorgeschichte bei ihm gehört. Quatsch. Harmloser geht's nicht. Und die Leute, die über Impfen hetzen, die wollen doch nur ihre Tabletten verkaufen. Vitamintabletten und so Zeug. Oder Heilpraktiker, die komischen Saft verkaufen wollen. Ja, da bin ich auch so leid. Das ist schade, sich ein paar Hustenbonbons zu lagern. Für den Fall. Das Risiko gibt es immer noch. Aber ein Hustenbonbon, Corona ist kaputt. Ja. Bye-bye.